Maximilian Schöner vorzustellen, geht einerseits ganz schnell und ganz kurz. Ich kann jetzt einfach sagen, er ist seit über 30 Jahren Mitarbeiter bei diversen Radiostationen, ARD, Deutschlandfunk. Es geht aber auch länger. Also, er hat angefangen, er hat angefangen bei Pop Sunday. Ich sage jetzt einfach mal BR-Kaderschmiede für angehende Journalisten und Autoren in den 70ern. Er macht unglaublich viel. Er fotografiert, macht 2- und 3D-Animationen, hat ein Buch über 3D-Animationen geschrieben und ist wirklich seit, ich kann sagen, Jahrzehnten ein Liebhaber des Originaltons und des Archivs. Ja, Maximilian Schönherr, ich sage einfach anfangen und uns überraschen. Danke. Ich muss mal meine Textskizze suchen. Es wurde nämlich alles durcheinander geworfen mit diesem Vortrag durch ein Erlebnis. Hier will ich stehen bleiben. Vor kurzem wir kommen jetzt von der Medientheorie in die Praxis. Ich bin Praktiker, ich mache Radio und ich kümmere mich um die Theorie ziemlich wenig. Und vor kurzem hat mich eine Freundin von meiner Tochter, die ist 21, gefragt, sag mal, wo arbeitest du? Die duzen einen ja jetzt alle. Wo arbeitest du eigentlich? Deine Tochter hat gesagt, irgendwo im Journalismus. Ich habe gesagt, ich arbeite im Deutschlandfunk und bei Forschung aktuell vor allem. Und da fahre ich jetzt hin. Und wenn du willst, kannst du mitkommen. Oh ja, toll. Sie hatte auf dem Weg dahin, wir fahren nur 7 Minuten mit dem Auto, hat sie mir erzählt, dass sie Deutschlandfunk, sie weiß gar nicht, was das ist. Sie hat auch noch nie gehört, dass es das gibt. Und sie weiß gar nichts über Radio, außer dass sie beim Duschen dieses Duschradio anhat. Und ansonsten hört sie halt Musik aus ihrer iPhone-Bibliothek. Und ich habe die Iris, heißt sie, durch den Sender geführt. Hier sieht man auf dem Bild das oberste Licht. Auf der anderen Seite ist unsere Redaktion. Und ich habe ihr gezeigt, wie die Sachen vorbereitet werden für die Sendung. Bin mit ihr in die Sendung runter, habe mit dem Nachrichtensprecher mit ihr geredet, der dann auch die Nachrichten gesprochen hat und dann Verkehrshinweise und so weiter. Und Iris war total begeistert. Und als wir dann das Funkhaus nach einer Stunde verließen, hat sie mir eine Frage gestellt. Und zwar, warum kommen eigentlich jede Stunde Nachrichten? Und ich dachte mir, super Frage. Und habe mal kurz so gerechnet, ungefähr, so war vielleicht nachmittags um 17 Uhr, da gibt es von den ARD-Wellen, also WDR 1, 2, 3, 4, 5, 6, gibt es halt insgesamt ungefähr 55 Nachrichten, die gesendet werden. Also ich könnte Senderhopping machen, um 17 Uhr oder um 12 Uhr wird 55 verschiedene Nachrichten hören. Und damit traf sie eigentlich schon einen wunden Punkt. Und ich habe dann ihr gesagt, das hängt irgendwie mit der Taktung zusammen, Iris. Das hat bestimmt historische Gründe. Als man noch die Uhren nach dem Radio gesendet hat, da gab es ja das Piep, Piep, Piep. Und da haben die Leute dann ihre Uhren gestellt. Und ich war mit der Antwort nicht zufrieden und die Iris auch nicht. Und kurz danach habe ich einen neuen Büronachbar bekommen. Und jetzt füge ich zwei Geschichten zusammen. Der neue Büronachbar ist Medienkünstler. Und dieser Medienkünstler hat eine gute Stimme. Und ich habe ihn für einen Jingle, den ich schnell aufnehmen wollte, für den Deutschlandfunk, habe ich gesagt, sag mal, kannst du mir mal das Wort Forschen Sie weiter sagen? Und dann sagt er, klar, sage ich dir, Forschen Sie weiter. Und das hat er dann ein paar Mal aufgenommen. Dann sagte er, für welchen Sender ist es? Dann sagte ich, für den Deutschlandfunk. Habe ich schon mal von gehört, muss ich mir eine Bookmark machen. Er hat gesagt, er muss sich ein Lesezeichen machen für den Deutschlandfunk. Also er besitzt gar kein UKW-Radio, er macht sich ein Lesezeichen dafür. Fand ich fantastisch. Beides hängt miteinander zusammen. Das 90 Jahre alte Sendekonzept im Stundentakt und die Leute, die kein UKW-Gerät mehr haben, sondern nur einen Stream hören, eben den da über dieses Lesezeichen.
und sich um diese Taktung eigentlich überhaupt nicht scheren, denn die springen zum nächsten Stream. Und wenn sie die Nachrichten tatsächlich hören, dann hören sie die natürlich nicht so, dass sie ihre Uhren danach stellen können, weil der Stream, bekanntlich 7 Sekunden, Tagesschau-App, halbe Minute, hinterherhinkt. Das heißt, die Kirchturmuhr ist viel genauer als das da. Aber er bleibt ja sowieso nicht bis zu Nachrichten, sondern hoppt danach wieder weiter. Die Stunde. Eine meiner Lieblingssendungen überhaupt ist die hier. Woman's Hour in the BBC of Radio 4. Ich weiß überhaupt nicht, wann diese Sendung läuft. Also ich gehe davon aus, irgendwann am Vormittag. Ich weiß auch nicht, wie oft sie läuft. Aber ich kenne sie ziemlich gut. Und ich habe mein eigenes Hörverhalten überprüft, wie ich diese Sendung höre. Ich höre die nämlich so, dass mir meistens, das ist eine halbe Stunde lang, sie nicht ganz höre, sondern ich springe dann, ich spule ein bisschen weiter und dann reicht es mir aber nicht, weil die Sendung einfach grandios, wunderbar ist, mit einem sehr hohen Niveau, übrigens wie Forschung aktuell im Deutschlandfunk auch, wo ich nur einen kleinen Beitrag dazu leiste. Aber hier oben ist eine interessante Zahl, können Sie die sehen, unter Available Now. Man kann locker eben mal 1354 Sendungen nachhören. Also ganz toll. Auf den Kulturwellen in Deutschland, das ist in der BBC, ist es noch nie so gewesen, gibt es ein ganz wichtiges Wort. Und es verbreitet sich wie eine Pest. Und das heißt, bleiben Sie dran. Das ist kurz vor den Nachrichten wird gesagt von meistens ins Mikrofon hauchenden Moderatoren, bleiben Sie dran oder bleiben Sie uns treu. Was sagt uns das eigentlich? Das sagt minimales Selbstbewusstsein. Ich bin hier überhaupt nicht jemand, der wirklich was zu sagen hat, denn wenn ich jemand wäre, der was zu sagen hat, dann bleibt mein Hörer mir sowieso erhalten. Und bleiben Sie dran, sagt ja dran. Wenn was passiert, bleiben Sie trotzdem dran, obwohl jetzt gleich was passiert. Es passieren natürlich die Nachrichten. Das heißt, diese Moderatoren in diesen typischerweise Kultursendungen fallen dem Zeitfunk, wie im Hörfunk die Redaktion heißen, die Nachrichten schreiben, komplett in den Rücken. Und es ist seit Jahren niemandem aufgefallen. Also ich danke, dass Sie eingeschaltet haben. Also was ist das für ein Selbstbewusstsein? Ja, oder unterhalb von einer Sendung im Internet sagen Sie Ihre Meinung. Ja, fand die Sendung toll. Also das muss auch noch moderiert werden von den Redaktionen. Ich finde, wenn der Deutschlandfunk die höchste Einschaltquote von den öffentlich-rechtlichen Sendern am Morgen und am Abend hat, dann liegt es an diesen tollen Nachrichtenschienen. Es liegt nicht an den Nachrichten, es liegt nicht an der Stundentaktung oder diesen Halbstunden-Nachrichtentaktung, sondern es liegt an der hohen Qualität. Und die Kollegen, also Karin kennt die natürlich noch besser als ich, predigen wie von der Kanzel, mit einer Sicherheit und einer Trockenheit, die einfach, das ist die Qualität, die käme noch nie auf die Idee, danke, dass Sie eingeschaltet haben. Natürlich, seid froh, dass ihr für euer öffentlich-rechtliches Geld das anhören könnt. So, das habe ich, weil ich Archive liebe, habe ich das Abonnement der Times. Und die Times kann man ungefähr bis 1785 zurücklesen. Und das hier ist von 1925. Das ist das Radioprogramm weltweit. Damals war die Langwelle und die Kurzwelle schon ganz gut entwickelt. Und das ist die Sektion übrige Sender, also die eigentlich unwichtigen. Und es liegt auch daran, dass die deutschen Sender damals erst 1,5 Jahre gab. Und wie heißen die? Die heißen Deutsche Stunde in Bayern und Westdeutsche Funkstunde. Wir sind wieder bei der Stunde. Ja. Deutsche Stunde in Bayern, das ist von 1922. Eine Stunde. Damals haben die noch Stunden gebraucht. Wenn mich jetzt, also heute, die 21-jährige Iris, die nie Radio bewusst gehört hat, nochmal fragen würde, wozu eigentlich jede Stunde Nachrichten, würde ich ihr antworten, braucht man eigentlich nicht. Ist wirklich Schnee von gestern.
zweiter Teil. Dokumentarisches Foto passt zum Vortrag gerade. Ne? Schwarz-Weiß, ein bisschen unscharf. Das ist von 1955. Diese Milchkannen sind unsere Stunden. Die müssen wir jetzt füllen. Und da macht der öffentlich-rechtliche Hörfunk die Privaten doch viel mehr ein. Kasperltheater ist unglaublich. Da gibt es in der E-Musik wirklich ehrenwerte Kollegen, die damit in diesen zweiten Container da. Das ist meinetwegen dann eine Klassiksendung von 9 bis 10, genau genommen von 9.05 Uhr bis 10.58 Uhr, bis 9.58 Uhr, weil danach noch der Trailer für die Sendung X kommen muss. Also in den Container passt jetzt diese 33-Minuten-Symphonie nicht rein. Also 33 Minuten ist schlecht, weil nach 30 Minuten kommen die Nachrichten und 33 Minuten ist schlecht. Und dafür gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das zurechtzustutzen. Und ich finde das Talent von den Kollegen immens, weil sie können wirklich, es geht inzwischen mit Software auch ganz gut, bei dieser Differenz, also von 33 auf 30 zu kriegen, das mache ich auch automatisch. Aber die schneiden ja in den Takten herum. Und weil die Hallfahnen immer nachhallen, ist es wirklich, das geht nicht jeder Takt, wo man es machen kann. Nehmen wir die dritte Kanne mal, nur so, um bildlich im Bild zu bleiben. In der dritten Kanne würden wir jetzt früher eine Sendung reinmachen, ein Magazin nennt man das. Da war in dem Magazin, waren 5 Musiken drin und 5 Beiträge. Die Beiträge haben dann Autoren wie uns ernährt, weil jeder Beitrag hat dann 200 Mark oder 200 Euro gebracht. Und davon hat man 5 Stück gehabt. Heute hat man in den Sendungen, weil man immer in diesem Stundentakt bleiben muss, tut man in diese Kanne 3 solche Beiträge rein, vielleicht auch nur 2 und den Rest Musik. Musik ist viel billiger zu senden, aber der Takt wird beibehalten. Was macht man aber jetzt, wenn gegen Ende der Stunde eine Musik läuft, wo jemand singt und das kann man gerade nicht ausblenden, wenn die Nachrichten kommen müssen? Dazu nutzt jetzt praktisch jede Sendeanstalt etwas in dieser Art. Das ist die meistverkaufte Musiksoftware für Sendeplanung. Und da wird nach bestimmten Themen wird die Musik zusammengestellt. Ganz platt ausgedrückt, wichtig ist, dass nach den Nachrichten darf es nicht zu langsam weitergehen mit der Musik. Es muss ein bisschen flott anziehen. Aber es darf auch nicht zu durig, C-Dur, klingen. Weil ja eventuell, das weiß ja der Sendeplaner nicht vorher, die letzte Meldung eine Katastrophenmeldung sein kann. Da will man doch nicht mit Tiddle-Tiddle-Lip weitermachen, sondern es muss einfach dezent sein. Und das fängt diese Software ab, automatisch ab. Mit abstufbaren Regeln. Und mit die Software ist wunderbar und es gibt auch gar nichts dagegen einzuwenden. Man kann die Software auch so einsetzen für Sendungen, die 77 Minuten lang sind. Aber solche Sendungen gibt es ja bekanntlich nicht. So. Am 19.10.2007 um 23.43 Uhr habe ich meinen ersten Wikipedia-Artikel geschrieben. Ich habe inzwischen viele geschrieben. Das ist der erste zum Thema Durchhörbarkeit. Das betrifft eigentlich genau dieses Thema. Durchhörbarkeit heißt auch, der Hörer braucht Orientierung, nicht zu viel Wort, sondern also nicht zu lange Wortstrecken. Und dann braucht er diese Taktung mit den Nachrichten immer wieder. Gut, das hier ist ein typisches Setting, wie ich beim Kochen Radio höre. Klar? Also, das ist mein Samsung, Android, Google, Betriebssystem, Handy. Da läuft ein Internetradio-App. Das geht über einen kleinen Klinkenstecker raus. Und in das Röhrenradio von meinem Opa 1956, hinten rein mit welcher Steckertype? Wer weiß das noch? Banane. Karl, genau, Bananenstecker. Und weil ich katastrophal schlecht löte, also habe ich meinen Freund Manfred Kläuber von Forschung aktuell gebeten, der wahnsinnig gerne lötet. Löte doch mal bitte mir hier dieses, und das funktioniert super. Wenn ich jetzt hier das mal abschieße. Moment.
das sieht man noch, okay. Hört man das jetzt über euer? Okay. Das ist der VLC-Player. Das spielt in dem Moment mein iPhone, also mein Smartphone ab. So, und das ist ein Internetradiosender, den habe ich angesteuert, weil ich wollte alten Blues, ich wollte eigentlich Blind Lemon Jefferson hören. Und der kam aber nicht, aber ich konnte ganz problemlos über diesen Sender gar mit absoluten Planungssicherheit einen alten Blues hören. Und es zog sich so über durchaus, also bis ich mit dem Kochen fertig war, dann habe ich ausgeschaltet, es kam keine Nachrichten. Es war wirklich... Die Stücke hatten völlig verschiedene Längen und es bediente meinen Geschmack. Und ich lasse mir nämlich nicht von irgendjemandem sagen, was ich durchhören soll. Auf den iPods vor 10 Jahren war welche Funktion die allerbeliebteste? Weiß das jemand? Shuffle. Ja, Shuffle war die beliebteste Funktion. Das heißt, suche mir bei meinen 3500 Musiktiteln von Crosby, Stills, Nash & Young bis Madonna, nach Zufall den nächsten aus. Das ist das Gegenteil von Durchhörbarkeit. Also wozu strengen sich eigentlich diese Sender so an? Jetzt kommen wir zum Dokumentarischen. Dokumentarischer O-Ton. Das ist nett, dass du nickst. Habe ich vorgestern Mittag beim Mittagessen im ältesten Fischhändler Stehimbiss aufgenommen. Da liefen von Radio Erft die Nachrichten gerade zu Ende. Die hört man kaum. So ein Quetschradio, so ein Quiekradio da oben auf dem Fischkonservenregal. Und ist es jetzt ein dokumentarischer O-Ton? Ich würde auch sagen ja, denn in 20 Jahren hört sich das anders an, weil die Ansprache der Moderatoren, die man hier nur ganz so, und wir haben wieder, das hört man kaum, muss man zweimal hören wahrscheinlich, ist ganz anders als das vor 20 Jahren war. Es ist ungefähr so, wie wenn man heute einen Krimi sieht und man sieht schon an den Autos, der kann nicht ganz neu sein. Und wenn man dann auch noch die Telefone anguckt, weiß man ganz genau, wie alt der ist eigentlich. Und unsere O-Töne machen das natürlich genauso. Ja, außerdem fährt in dem O-Ton auch ein Auto vorbei. Boom, und das wird man in 20 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr hören, weil die Elektroautos dann vorbeifahren. Also die geben ja kaum ein Laut von sich. So, jetzt brauche ich meine Bilder wieder. Wo sind die nur? Hier. So. Kennt den jemand? Ja, ist fies, ne? Gut. Also meine Verbundenheit zu den Archiven kommt, hab noch 5 Minuten, oder? Hängt mit dem zusammen. Das ist Hans-Jörg Xylander und der war hier in diesem Hause ein sehr seltsamer Archivleiter. Der hat nämlich uns Verrückten im Zündfunk, die wir im ganzen Haus sozusagen ein bisschen schräg angeguckt und nie ernst genommen wurden, kam der zu uns so nach den Sendungen und sagt, kann ich mal das Zuspielband haben? Zuspielband für die, die nicht aus dem Radioleben kommen, das ist das, was wir sozusagen, wenn wir moderieren, dann brauchen wir fest vorgefertigte Portionen, wo dann einer im Interview das sagt, den wir vorher auf dem Dorf aufgenommen haben. Und diese Bänder hat er einfach so abgezweigt. Und wir haben uns nie Gedanken gemacht, warum eigentlich, bis wir später rausfanden, dass Hans-Jörg Xylander in diesem Raum, wo er hier steht,
ein Schränkchen hatte und in dem Schrank verschwanden diese Sachen alle, statt ordentlich gelöscht und wieder der Wiederverwertbarkeit zugeführt zu werden. Als Nikolai von Koslowski, das ist er von oben, ein alter Freund von mir, den kenne ich so lange wie den Karl, der da hinten sitzt, und ich, Nikolai und ich, haben eine Sendung geplant, also es war so, ich habe eine Kassette gehabt, lag bei mir am Tisch rum, und dann sagt er, warum steht denn da drauf P? Dann sage ich, P wie privat, da habe ich irgendwie so private Dinge drauf gesprochen. Dann sagt er, toller Sendungstitel, und haben eine Sendung gemacht, P wie privat. Sind zu Hans-Jörg Xylander gegangen und haben gesagt, wir machen eine Sendung P wie privat. Was sagte Xylander, anders als Archivare sonst sagen würden? Xylander sagte, okay, tolle Idee, dafür hätte ich einen O-Ton, nämlich von einem Segelflieger, der notlanden muss in den Alpen. Und weil das ein Reporter war und die Notlandung ging gut, hat er dabei reportiert. Ist aber lang, 20 Minuten. Und Nikolai und ich, der und ich, haben gesagt, super, 20 Minuten, und haben das natürlich dann auch 20 Minuten gesendet. So fing das eigentlich an. Und Nikolai hat dann eine tolle Idee gehabt, nämlich eine Serie gemacht, die hieß Moments of History. Und dafür hat er vor allem im Deutschen Rundfunkarchiv zusammengearbeitet und hat zu jedem Jahr im 20. Jahrhundert einen Vierminüter gemacht. Das heißt, er hat in 4 Minuten die O-Töne aus einem Jahr zusammengesammelt und zu einer Collage verarbeitet. War ein ziemlicher Renner, lief auch bei Wolfram SWR. Und Moments of History ist einfach ein reizendes Produkt, weil in den ganz alten Sachen, da gab es natürlich kaum O-Töne von 1900. Aber es wird halt uferlos viel dann so ungefähr ab 1933, als die Nazis dann den Rundfunk so effektiv vereinheitlicht haben. Es gibt unglaublich viele Mitschnitte dann. Und ich habe diese Moments of History überhaupt nicht gern gehört. Und ich habe auch mit Nikolai gar nicht drüber gestritten, denn er wusste genau, warum ich die nicht gerne höre. Ich kannte nämlich die Kiste, in der die Original-DATs vom Deutschen Rundfunkarchiv waren. Und statt dann 10 Sekunden eine Reportage von der Beerdigung von Heydrich zu hören, blieb ich auf diesen DAT-Kassetten natürlich hängen und habe mir diese ganze Reportage mit ihrer extremen Düsterkeit angehört. Und damals wurde mir klar, in Berlin auf dem Fußboden sitzend, dass die Länge für mich eigentlich nur der Inhalt bestimmt und nicht eine Nachrichtentaktung und nicht irgendein anderes Kriterium, sondern wirklich so lang, wie das ist. Und diese Heydrich-Reportage ist ein Zeitdokument sondergleichen. Es ist unglaublich intensiv, ich spiele es jetzt auch nicht vor. Hat auch keinen Sinn, jetzt nur einen kurzen Ausschnitt zu spielen. Aber damit ist man in der Zeit zurück, während ich in seinen Moments of History das nicht geschafft habe. Ja, und den kennt bestimmt keiner. Oder kennst du ihn, Wolfram? Georg Polster. Dann habe ich 2007 eine Idee gehabt, nach ein paar Probeläufen habe ich das Archivradio erfunden. Das Archivradio ist ein Internet-Radiosender, in dem man O-Töne aus deutschen Rundfunk und anderen Archiven ungeschnitten in kompletter Länge 30 Sekunden, 5 Stunden, 30 Sekunden streamen kann. Die Domain dafür habe ich auch reserviert, damals heißt archivradio.de. Und er war einer der begeistertsten Archivare von dieser ganzen Geschichte, ist gerade in Rente gegangen. Georg Polster ist Spezialist für die 60er Jahre und hat dann wunderbare O-Töne uns zusammengesammelt für den ersten Archivradio-Stream, aus dem dann letzten Endes als Spin-off dieses Hörbuch rauskam, die Stammheimbänder. Und zwar sagte mir Georg, du Max, ein Kollege von mir im Landesarchiv Stuttgart hat gesagt, da ist eine kleine Kiste aufgetaucht mit Tonbändern aus dem Stammheim-Prozess. Und ich bin dann hingefahren und habe das unter sozusagen
sehr abgeschottet, durfte ich dann mal so in ein paar Sachen reinhören. Und letzten Endes wurde dann das hier draus. Und geht das jetzt wieder? Kann man nämlich jetzt mal reinhören. Ich habe jetzt aber keine Zeit mehr. Ich spiele das noch kurz. Wir sind nicht so hart wie die Nase. Okay, das ist das Hörbuch über die Stammheimbänder. Die Stammheimbänder, die Mitschnitte, die überliefert waren, waren ungefähr 10 Stunden. Und sehr einschneidende Momente in diesem Prozess gegen die Rote Armee-Fraktion. Es war das erste Mal, dass man auf dem Tonband überhaupt Andreas Baader hörte. Gudrun Enslin hat man auch im Radio ein paar Mal gehört, Ulrike Meinhof auch, aber nur als Journalistin, die sie ja war, aber nicht in einer so deprimierenden Lage wie hier. Sie hat sich auch kurz danach umgebracht. Das ist ein Hörbuch, das hat die 10 Stunden auf natürlich eine Stunde kondensiert und wir haben daraus auch ein Feature gemacht. An sich hätte ich am liebsten das in der ganzen Menge ins Archivradio geschmissen, aber das konnte ich nicht, weil ich musste für diese ganze ewige Recherche, die ich da hatte, natürlich irgendeine Form finden, die mir meine Miete bezahlt. Und die Miete bezahlt dann so ein Milchkännchen, wo halt die Stunde reinpasst. Und das ist auch schon das der Stunde. Ach so, Regie und diese Ideen mit dem Spulen und diesem minimalen Geräusch von dem, den ihr gerade von oben gesehen habt. Die Stammheimbänder. Ein Prozess im Originalton. Dokumentation von Maximilian Schönherr. Verhandlungsprotokoll der öffentlichen Sitzung des Oberlandesgerichts Stuttgart-Stammheim. Mehrzweckgebäude. 4. September 1975. 34. Verhandlungstag. Band 154. Angeklagter Baader. Glauben Sie nicht, dass die medikamentöse Ruhigstellung, Sie haben offenbar überhaupt keinen Begriff davon, was das ist, medikamentöse Ruhigstellung. Das kann man Psychiater letzten Endes durchführen. Überheben Sie sich doch nicht immer so, dass Sie glauben, Begriffe würden bloß Sie beherrschen. Man versteht doch einfach nicht, warum Sie, man versteht Ihre Reaktionen hier nicht, keiner Sie von uns. Sie wollten abschließen mit dem Zitat von nicht, Herrn Posser. Ihre Reaktionen nicht als rational. Herr Baader, Sie deswegen wollten abschließen. Annehmen, Sie verstehen nicht. Bitte das Wort Herrn Baader jetzt gerade nicht zu geben. 28. Oktober 1975. Die Tonaufzeichnungen des 41. Prozesstages sind komplett erhalten. Sie enden mit einer Erklärung der Angeklagten Meinhof. Band 182. Es gibt in der Isolation exakt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie Frau Meinhof, es ist kein Zusammenhang mehr zum Ablehnungsantrag entweder zu sehen. Entweder Sie bringt einen Gefangenen zum Schweigen, das heißt, man stirbt daran, Frau oder Sie bringt Meinhof einen zum Reden und das ist das Geständnis und der Verrat. Und so, an der Realität gemessen, hat der Bundesgerichtshof Beschluss eine klare und definitive Aussage, dass es Folter, exakt Folter durch Isolation gibt, definiert an diesem Zweck, Geständnisse zu erpressen, den Gefangenen einzuschüchtern, um ihn zu bestrafen und um ihn zu verwirren. Das ist das Geständnis des BGH-Beschlusses. Ich entziehe Ihnen hiermit das Wort, weil Sie nicht auf den Sachzusammenhang, nämlich einen Ablehnungsantrag gegen... Definieren Sie mal was Abschweifung. Also, das kann man so verdichten. In diesem, jetzt haben wir 2 Minuten, glaube ich, gehört, war so eine extreme Anspannung schon deutlich zu spüren. Aber wenn man den Prozess 10 Stunden lang hört, ist sie erstaunlicherweise noch intensiver. Und wenn ich sowas hören würde, ich würde sagen, gib mir bitte die Originalbänder. Und ich könnte jeden verstehen, der diese Frage auch stellt. Weil die haben eigentlich die Intensität, obwohl sie natürlich die Chronologie dauernd brechen. Es gibt dann von manchen Tagen nur so 30 Minuten, also eine Spule und so weiter. Ich bin wieder durch Georg Polster, das ist der, der dieses Band uns auf dem Bild gerade entgegenhielt, hat mich angerufen, hat gesagt, Max, ich habe gehört, 23.000 Tonbänder liegen bei der Stasi-Unterlagenbehörde und die fangen gerade an, die zu digitalisieren und zu erschließen. Willst du nicht mal hingucken? Dann bin ich hingegangen und habe im Archivradio dann einen Überblick über das, was die Stasi so mitgeschnitten hat, gestreamt. Der Stream kann unendlich lang sein. Ich glaube, es war damals 13 Stunden oder so. Da hörte man dann mal zum Beispiel nur 5 Minuten lang so Klappergeräusche. Aber über die Webseite vom Archivradio sieht man genau,
worum es da ging. Es ging bei den Klappergeräuschen nur darum, dass jemand eine Wanze installiert hat in der Privatwohnung und er hat sich zum Test selber mitgeschnitten. Und solche Bänder sind auch enthalten und es sind Mielke-Reden in uferlosen Mengen enthalten. Und als ich zum dritten Mal dort war, es kam dann auch ein Hörbuch raus, Fall bei für Gänseblümchen, ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum du mich eingeladen hast. Spiele jetzt nichts von vor, habe ich jetzt genug gehört. Aber es heißt Fallbeil für Gänseblümchen, ist ein Prozess 1955, der auch mit der Hinrichtung quasi, mit dem Todesurteil wurde auch vollstreckt. Eine ganz tolle, ein Cocktail aus Liebe und hoher Politik, weil sie war die Sekretärin vom Ministerpräsidenten der DDR, Grotewohl. Also ein sehr, sehr dichtes, unheimlich konzentriert, diese Zeit von 1955 auf den Punkt gebrachtes Stück, musste ich natürlich auch wieder zum Hörbuch machen in 50 Minuten oder eine Stunde. Ist aber im Original 8 Stunden lang. Die Mitschnitte, die Stasi hat es ganz offen mitgeschnitten, hat auch der Richter immer wieder gesagt, kommen Sie doch mal näher ans Mikro und so weiter. Das war, ist in der DDR-Verfassung auch zugelassen gewesen. Man weiß nicht, warum die es mitgeschnitten haben. Und im Rahmen dieser Recherche habe ich dann viel in der Wikipedia, ich habe uferlos viel über Justiz der DDR, über Rundfunkgeschichte der DDR in der Wikipedia so viel geschrieben, dass wenn meine Frau irgendwas nachlesen will in der Wikipedia, sagt, das hast du bestimmt wieder du geschrieben, dem kann ich überhaupt nicht trauen. Aber jedenfalls stieß ich auf einen Otto Fleischer. Und Otto Fleischer war ein Professor für Bergbau, eine Koryphäe in der DDR. Und weil mit einigen Braunkohlegruben einige schlimme Dinge passierten, brauchte man irgendwann jemanden, den man in einem Schauprozess vor Gericht bringt. Und daraus spiele ich jetzt noch einen kurzen Ausschnitt vor. Da hört man, wie das Archivradio funktioniert. Nämlich, ich sage den Anspann, also den Beginn des Ganzen, unter einer immer gleichen Musik. Und dann geht es in den O-Ton rein. Und dieser O-Ton ist jetzt, dieser Ausschnitt ist etwas besonders deswegen, weil als ich in der Stasi-Unterlagenbehörde dann ankam und sagte, habt ihr vom Otto Fleischer vielleicht zufällig was? Guckten in der Datenbank nach und sagten, ja, wir haben da eine ganze Menge Bänder, die sind vom Säurefraß befallen. Wenn Sie die haben wollen, müssen wir die schleunigst digitalisieren, sonst sind die kaputt. Und ich sagte, her damit. Und das ist es nun. Und wir haben das dann dort angehört. Die darf ich erstmal nicht mitnehmen. Wir müssen dann vor Ort wirklich tagelang Bänder hören, die dann schon digitalisiert sind. Und dann gibt es die Stelle, wo der Angeklagte sein letztes Wort vor der Urteilsverkündung hat. Und Fleischer war absolut unschuldig. Und ging aber so auf die Knie vor dem Gericht, dass er anfing zu weinen. Und erinnert mich ein bisschen an Messner heute Morgen. Die Katri Jurix, die in der Stasi-Unterlagen, also BSDU heißt diese Behörde, mit mir das zusammen angehört hat, hat gesagt, bevor Sie das senden im Archivradio, sprechen Sie mit den Söhnen. Und das, ich habe dann nicht nur mit seinen beiden Söhnen, die jetzt weit über 60 sind, er ist lange tot, sondern auch seiner Tochter telefoniert. Die haben dann ich habe denen diese Stelle vorgespielt über das Telefon. Und dann haben die einen Familienrat einberufen und haben sich zurückgemeldet und haben gesagt, bitte das nicht. Das heißt, hier musste ich aus dem Dokumentarischen ausbrechen und habe sozusagen nur das Ende von dieser Bittstellung hier ins Archivradio genommen. SWR 2 Archivradio. Der DDR-Strafprozess gegen Otto Fleischer, Professor für Bergbau und 7 weitere Bergbauexperten 1953. Am vorletzten Prozesstag, dem 25. September, dürfen sich die Angeklagten äußern. Der Staatsanwalt hat sein Plädoyer gehalten und für den Hauptangeklagten Fleischer lebenslänglich gefordert. Wir hören das Ende von Fleischers sehr emotionalen Rede, gefolgt von den Ausführungen der viel gefassteren Mitangeklagten. Bandsignatur MFS HA 9 TB 2187. Stasi-Unterlagenbehörde BSTU. Länge 15 Minuten. Und ich bitte um die Gnade, mir im Zuchthaus Gelegenheit zu geben, zu arbeiten.
damit ich wenigstens einen kleinen Teil der Schuld abtragen kann, die ich gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik begangen habe. Und ich bitte um die Gnade, mir doch die Möglichkeit zu geben, noch einmal mit meiner Familie zusammenzukommen, für die ich mein bisheriges Leben gelebt habe. Angeklagter Kappler. Meine schädlichen und verbrecherischen Handlungen sowie meine Selbstbesinnung, zu der ich reichlich Gelegenheit hatte. So, ich komme zum Schluss. Das Internet sagt im Prinzip, die Länge ist mir völlig egal. Und ich glaube, das Internetradio ist ein Beförderer von diesem, mir ist jede Taktung, jede Nachrichtenschiene, mir sind alle Längen völlig egal. Und ich empfinde dieses Archivradio als eine absolute Befreiung, da ohne Rücksicht auf Verluste alle Längen präsentieren zu können. Wir streiten uns redaktionsintern mit Detlef Klaas besonders gern. Das ist der Redakteur, der das vertritt im Südwestrundfunk, dauernd drum, weil er sagt, also wollen wir wirklich jetzt 3 Tage senden? Also 3 Tage hintereinander von diesem einen Prozess oder von irgendwas? Und ich sagte, na klar. Und er sagt, nee, mach's doch bitte auf einen halben Tag. Und dann einigen wir uns auf so einen Tag. Und es wird noch lustig, weil jetzt sind demnächst Thema Medizin dran. Da spielen die Auschwitz-Prozesse natürlich eine wichtige Rolle. Kann ich das nochmal gerade anspielen? Um 4.30 Uhr durchschwamm er oberhalb Magdeburg. Wer ist das? Beinahe ungesehen die Elbe und suchte sich westlich des Flusses einen neuen Herrn. Zuerst sprechen Walter Höllerer und Dieter Wellershoff. Ja, die Lesungen hängen ja bei dieser Tagung auf eine ganz seltsame Weise zusammen. Erstens mal, was die Metaphern anbetrifft. Ich habe bisher noch keine Tagung erlebt, wo alles so ineinander kriegt. Das ist herrlich. Gruppe 47 trifft sich 1962. Grass hat gerade seinen frisch fertig geschriebenen Roman Hundejahre. Also könnte ich uferlos, auch ein Dokumentar-Ding. Ich wollte nur sagen, die Längen sind in Zeiten des Internets völlig egal. Und die Wikipedia-Seite über den Ersten Weltkrieg ist, wenn man sie ausdruckt, ich nehme jetzt eine Schätzung entgegen, wie viele Seiten? 25, sagt der Martin. Noch was? Erster Weltkrieg ausgedruckt. Wikipedia-Seite, ist ein toller Artikel. 10.000 Seiten ausgedruckt. Okay. Also sind 95 Seiten. Ja. Und Madonna, die Sängerin? 28. Und, das ist jetzt meine letzte Frage, dann gehe ich auch schon wieder. Madonna, also die Mutter Jesu? 3. Ist nicht schlecht, ja. Es sind 6 Seiten. Also, die sind in der amerikanischen Wikipedia viel länger als in der englischen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören.